möchte eine Durchsage machen. Ich bitte den Herrn Sund oben auf der Empore, das Schild mit direkt einzustellen. Es ist keine Genehmigung vom Verfahrtor. Die hätte vorher vor Kampfgebiet eingeladen werden müssen. Und die liegt nicht vor. Also bitte stellen Sie das Schild mit ein. Dann bin ich weiter, Herr Blutdeckel zum Richtertisch. Außer Namen und Ergebnis in der Presse, was normal ist, über den man berichtet, dann fordere ich mich auf, das von dem Boxer und dann beziehungsweise seinen Eltern schriftlich zu haben, dass sie die Erlaubnis haben. Es ist in der Vergangenheit vorgekommen, dass über Boxer berichtet wurde, auf negativ in der Presse, ob berechtigt oder nicht. Darüber geht es ja nicht. Das wollen wir nicht im Amateurboxverband. Und im Amateurboxverband. Entweder ist es also Erlaubnis da der Eltern, dass über den Jugend gesprochen wird, auch negativ. Ich denke mal nicht mehr, dass das Problem gehabt wird. Aber deswegen, jeder, der hier über das Ergebnis gezogen, genau etwas berichtet, dann braucht die Erlaubnis dieser Person. Denn das ist nicht Pressefreiheit, wie es manche Leute sagen, hier nach Paragraph sowieso. Selbst die Prinzessin von Monaco hat nicht so gut wie auf Prozesse gewonnen, als man sie nachts fotografiert hat und unterhalten hat. So, das zu dieser Sache. Ich hoffe, die Rat der Presse, das ist kein Vorwurf, halten sich daran. Vielen Dank. Und in Zukunft werden wir natürlich vom Verein eine vereinsinterne Klärung machen, auch dazu eine Pressemitteilung machen, die natürlich entsprechend an die Vorschriften des Verbandes angelegt sind. Versteht sich von selber. Kleiner, ja? Ja, also wie, weißt du noch? Ja, Mann! Ja, Mann! Genau so, Bruder! Gib den! Ja, raus, raus, raus! Ja, die Rechte! Ja, genau so! Und dann raus! Ich möchte Sie höflich bitten, weder Videos noch Fotos zu machen. Von dem Herrn Franke. Er persönlich? Ja. Weil er hatte vorhin angekündigt, dass der Verband das gesagt hat. Er hat mich gerade gebeten, dass ich Ihnen das sage. Ich weiß nicht, vor wem er es hat. Nur er kann natürlich jetzt nicht davon bringen aufstehen. Ja, nee, das ist logisch. Aber ich habe Erich Drege gefragt, der NRWV und der Nordrhein-Westfalen-Verband hat keinen Ausspruch gemacht, dass hier ich persönlich nicht filmen darf oder fotografieren darf. Das sollte schriftlich erfolgen, was ja auch der Boxring Hilden gemacht hat mit dem Hallenverbot. Es wundert mich, ich meine, ich werde das einstellen, und es wundert mich, dass das so inoffiziell gemacht wird. Dazu kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das kommt aber alles bei YouTube mit rein. Und dann lassen Sie es. Und noch mal eine andere Frage, noch eine andere. Ich filme nicht in meinem Namen, sondern im Namen. Moment, das ist eine persönliche Sache gewesen. Ich habe den Trainer von Boxring Essen gefragt, ob ich seinen Mann für ihn filmen soll. Hat er ja gesagt. Folgedessen, ich filme für den Boxring Essen. Ist da auch ein Verbot erteilt worden? Das kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das ist ja das Interessante dabei. Aber der Kampf ist sowieso Ende.